Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, der Keller sieht aus wie Arsch. Haben wir ja in der letzten Folge immerhin schon mal die Treppe hier hingewurstelt. Und ich denke mal, das machen wir jetzt auch weiter. Das Lager auf jeden Fall ein bisschen vergrößern. Und der Stein muss dann da weg natürlich. Genauso wie hier die Erde. Da kommt dann wieder Holz hin. Oh, ja, okay, das Holz haben wir ja nicht. Da müssen wir wieder Holz sammeln gehen. Und ich habe mir so überlegt, in der nächsten Aufnahmesession werde ich dann auf jeden Fall die Welt mal auf den Server packen, so dass wir dann eventuelle Mods wieder zur Verfügung haben, weil das geht mir so auf den Sack hier, jedes Mal Holz hacken. Und ja, das möchte ich nicht. Ach ja, und hier mussten wir dann nochmal so ein bisschen alles verkleiden. Steine haben wir ja noch. So. Auf jeden Fall müssen wir das Ganze hier ein bisschen höher machen, denn so. Und dann Spitzhacke. Ist voll mal gar kein Unterschied zu jetzt bei der Spitzhacke mit Effizienz und Haltbarkeit. Aber gut. Muss halt jeder selber wissen, ne? So, hier noch ein paar Trapschen hin. So. Das ist ganz schön niedrig, ist. So gesehen. Schauen wir auf jeden Fall mal, wie wir das am besten hier dann hinwurschteln. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das gefällt mir hier noch nicht so ganz. Aber, oh, das war jetzt nicht der Plan. So. Aber höher legen können wir die ja auch nicht, weil ich glaube, hier sind Treppen. Yep, hier sind Treppen und draußen regnet es. Sehr schön. Treppen hier. So. Ja, die Treppe ist jetzt an sich sowieso ein bisschen ungünstig platziert. Aber gut, es geht jetzt wohl nicht anders. Dann müssen wir das so machen. Oder wir legen das Ganze nochmal eins tiefer. Dann müsste die Treppe aber eins vorher anfangen. Das wäre dann hier. Dann müsste man den ganzen Gang nochmal irgendwie anpassen. Oh. Lass mich wieder rein. So. Mal überlegen. Sagen wir mal so, wir machen das so. Dann müsste man das auf der anderen Seite natürlich auch wieder so machen. So. Ja, doch, kann man machen. Hier kommen die Treppen weg. Hier ebenfalls. Da kommt dann wieder ganz normale Decke rein. Überlegen, überlegen, überlegen. Erstmal schlafen gehen, würde ich sagen. Das ist ja so kein Zustand hier. Ich möchte nicht die ganze Zeit, dass es regnet. Sorgt eh nur für Ruckler. Kannst du nachts schlafen? Okay, es ist nicht Nacht. Warum nicht? Na gut, dann ist das wohl so. Was war hier? Ach ja, hier war die Treppe. Was ja auch noch so ein bisschen kacke aussieht. Aber lassen wir uns dann noch was einfallen. Wie gesagt, ich bin auch immer für Vorschläge offen. Obwohl, wenn man von unten so hochkommt, dann geht das eigentlich. Kann man so machen. So. Ich würde sagen, hier machen wir mal eine Steindecke rein. So. Ach ja, hier war ja was. Hier war ja was. Das heißt, wir müssen dann hier auf der Seite noch eine Wand reinmachen. Dann wird der Raum noch mal ein bisschen kleiner, aber das fällt nicht weiter auf, denke ich. Also hoffe ich. Und ich glaube aber, die Symmetrie leidet jetzt extrem. Schauen wir mal, so fällt es jetzt nicht weiter auf. Das geht voll klar. Ja, doch, kann man machen. Dann haben wir das ja zumindest schon mal halbwegs gelöst. Gelöst! So. Haben wir denn noch Erde? Haben wir. Okay, machen wir hier Erde überall rein. So. Nein, so nicht. So.
und so. Und hier dasselbe Spiel. Zack. Also ganz überzeugt bin ich auch noch nicht. Nee. Das ist Bullshit. Bullshit-Ale. Lassen wir so. Da kommt dann ganz normal Decke rein, genauso wie hier. Da kommt dann einfach nur die Erde raus. Ne, das Holz da bleibt. Stimmt, hier sollten ja dann noch die Treppen hin. Das heißt, wir können das Holz da rausnehmen und dann da Erde reinmachen. So. Und dann schließt es da ab und dann kommen da die Treppen und dann machen wir das so und so und so und so und so und so. Und dann geht das alles seinen Gang. Hoffe ich. Gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall können wir mal ein bisschen Erde ablegen. Oh. Da haben wir nämlich jetzt wieder schon wieder ein bisschen viel dabei. Dann hauen wir hier mal noch ein bisschen Pflastersteine rein. Ja, und das war es eigentlich so gesehen. Brauchen wir hier noch. Jetzt wird es aber dunkel. Jetzt wird es dunkel, jetzt können wir auf jeden Fall schlafen gehen. Na. So. So. Unser Schlafzimmer müssen wir dann auch umlagern. Schauen wir mal. So, hier ist in die Treppe. Das sieht voll kacke aus. Irgendwie gefällt mir mal so gar nicht. Aber gut. Was soll's. Das heißt, hier können wir alles wieder rausreißen. Dann brauchen wir denselben Abstand natürlich wie auf der anderen Seite. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Erstmal alles weg. Wie breit ist denn der Gang überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 7 soll er also sein. Das heißt, wir müssen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis hier. Bis hier muss alles raus. So. Ich habe zwischenzeitlich wirklich nochmal überlegt, ob ich einfach nochmal das Projekt von vorne starte. So. Hier mit Minecraft. Und nochmal ein ganz anderes Haus baue. Habe ich aber immer wieder verworfen, weil ich dachte so, jetzt hast du schon das erste Haus wieder von vorne angefangen. Verworfen. Und jetzt nochmal, das wäre ein bisschen blöd. Deswegen war so der Plan, dass wir das Haus hier erstmal fertig bauen. Und dann uns um weitere Häuser kümmern. Ich weiß auch noch nicht, wie lange Minecraft jetzt noch läuft. Also der Plan ist ja eigentlich, dass ich das erstmal eine ganze Weile weitermache. Und dann so Ende Februar kommen wir dann auch mal so neue Spiele raus. Da werde ich auf jeden Fall ein paar für euch rauspicken und Let's Playen und dann vorstellen. Und dann geht das los. Ich auf jeden Fall eins schon schön am Start. Was ja nur darauf wartet, gespielt zu werden. Wenn es denn schon released worden wäre. Das ist halt das Problem. Es hängt dann, es gammelt die ganze Zeit in meiner Steam-Bibliothek rum. Aber ich kann es nicht spielen, weil es einfach mal noch nicht released wurde. Aber gut. Immerhin habe ich es da. Und ich denke mal, dass es diesmal auch nicht so eine Probleme geben wird wie bei Call of Duty Ghosts. Wo das dann kam und ich dann erstmal da stand, ich brauche einen neuen PC. Wobei ja nur dieses Arbeitsspeicherproblem da war. Ich weiß gar nicht, wurde das jetzt mittlerweile sogar weggepatcht mit diesen 6 GB Arbeitsspeicher, die das Spiel ja eigentlich nicht mal wirklich braucht. Weil es ja immer noch dieselbe Engine ist wie vorher auch. Wie in allen Teilen. Also ich weiß nicht, Call of Duty. Sind ja immer so, ist ja immer derselbe Inhalt eigentlich. Nur der Story-Modus ist ein anderer. Die Grafik wird jetzt, naja, gut, ein bisschen besser, aber so wirklich weltenverändernd ist die jetzt auch nicht so. Ich bringe hier mal eine Fackel hin, damit ihr vielleicht auch mal was seht. Aber naja, gut. Ich habe mir das Game einfach mal zugelegt, weil ich dachte, alle 100 Jahre kann man sich Call of Duty mal holen. Aber gut, meine Meinung dazu. Kennt ihr ja. Ich habe es euch ja nun schon vorgestellt. Hab den Singleplayer einmal durchgezockt. Ich kann euch auch gerne nochmal
darauf verweisen, euch dieses Let's Play gerne mal anzugucken. Ist immer schade, wenn man so die ganzen Videos macht und am Ende sieht sie dann gar keiner mehr, weil eben die schon älter sind. Und Abonnenten, die ja meistens so auf dem Kanal dazustoßen, die interessieren sich ja meistens dann nur für die alten, für die neuen Videos, nicht für die alten. Und ja, wäre halt schade, wenn so die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr euch die anderen Projekte, die ich da so gemacht habe, auch mal reinzieht. Ist halt natürlich schade, auch dass, dass manche Projekte halt nicht beendet werden konnten, wie zum Beispiel Mass Effect 1. Was ja nun wirklich ein geiles Spiel ist, geile Story, und aber es lässt sich bei mir partout nicht mehr starten. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe auch so überlegt, vielleicht werde ich Mass Effect 3 auf jeden Fall nochmal let's playen. Darauf habe ich nämlich richtig Bock, das ist ein richtig geiles Spiel und sehr schön gemacht. Das werde ich auf jeden Fall nochmal vorstellen. Ja, was mit Saints Row the Third ist, weiß ich ja gar nicht. Da müssen wir mal gucken, weil der TR hat ja nun auch nicht so viel Zeit. Leider, leider. So, warte mal, wie ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und nach dem 7. müsste dann der Baum kommen. Das heißt, das hier machen wir weg. So. So. Und dann Baum. 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 Kommt dann hier hin. Zack. So. Ist auch nur 4 hoch, oder? 1, 2, 3, 4. Ja. Und hier ist dann alles Decke. Das heißt, hier kommen dann wieder so die Kisten hin. Kisten. Hier kommen dann wieder. So, gerade überlegt, was das für ein Lied ist. Manchmal bin ich doch etwas verwirrt. Ja, okay, öfters. Sehr oft. So, hier Baum, hier wieder frei. Hier Baum, hier wieder frei. Und da wieder Baum. So. Machen wir erstmal so und deuten wir das nur so an. Zack. Ja, die Musik ist ja schon wieder mega dramatisch. Dabei bauen wir hier nur so ein schnuckliges Lager. So. Obwohl der obere, der hätte ja bleiben können. So. Und so. Hier genau das gleiche. So. Zack und zack. Kommt da oben. Da oben können wir dann wieder. Oh, wir haben so viel Erde jetzt im Inventar, ist ja unglaublich. Da kommt dann hier auch nochmal ein Baumrun. Ein Baumrun. So. Nein, das ist doch falsch. Hier kommt doch dann die Decke ran. So. Und ein bisschen Holz haben wir ja noch. So, so, so und so. Und dann war es das auch schon wieder. Ich muss jetzt erstmal Erde ablegen. Da schleppen wir ja schon wieder so viel mit uns rum. Erde war hier. Zack, 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 zack. Dann haben wir hier noch 40. Das müsste auf jeden Fall reichen. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Pflasterstein. Den können wir hier reinballern. Haben wir sonst irgendwas? Nö, nichts haben wir. Nichts. So. Können wir hier schon mal die Fackeln anbringen. Damit ihr dann eben auch etwas sehen könnt. Wobei ich da noch eine andere Idee dann habe, aber erst. Dazu erst später was. Dann können wir hier wieder den ganzen Boden rausrupfen. So, und Holz nehmen. So. Und so. Die ganzen Steine einsammeln. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Und dann, ich glaube, Kisten habe ich jetzt gar nicht weiter gemacht. Aufgrund von akuter Unlust. So, weg mit den Baumstämmen, die brauchen wir erstmal nicht mehr. Machen wir uns mal noch so, 2, 4, 6, machen wir uns mal 10 Kisten. Oder auch nicht.
Wow, 6 Kisten, das ist ja. Das wäre die Welt. Was kostet die Welt? Okay, dann nehme ich eine Kiste. So, so, so. Und das war's. Toll. Der Wahnsinn. Von den Werkbänken können wir eigentlich mal ein paar hier abreißen. Wir brauchen nur eine. Nehmen wir eine Deko-Kramkiste? Nö. Müssen wir alles später dann machen. Wir haben noch Papier. Stimmt, und wir brauchen ja noch Leder. Leder! Da fällt mir gerade ein, dass wir hier hinter das auch noch alles rausreißen müssen. Weil ja denn hier die ganze Wand hinkommt. So. Hättet ihr mir auch mal ruhig mal sagen können hier. Also besonders du. So. Das kommt weg. Das kommt weg. Und alles weg. Weg mit dem Dreck. So. Und dann nimmt das Ganze doch hier schon mal ein bisschen Form an. So, und hier kommt ja dann natürlich das wieder so hin. Hier kommt dann über noch die Decke hin, so wie hier. Und dann haben wir die Abstände schon mal hier aus der Mitte. Ich meine, hier ist ja die Treppe, dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was draus zaubern, hier so vielleicht. Aber müssen wir mal schauen. Hier haben wir noch Stein, hier haben wir noch mehr Stein. Hier haben wir auch noch mal Stein, hier haben wir keinen Stein, hier haben wir Stein. Wobei wir ja wirklich... Oh, das ist Pflasterstein. Das ist Stein. Das ist Stein. Und das ist auch Stein. Und so. Zack. Dann haben wir hier nochmal ein paar mehr. Ah, mal diese Sortierkacke hier. Ich hätte mir echt ein weniger ressourcenlastiges Haus holen können. Bauen können. Ha, jetzt kann man schlafen. So, Tür zu, zieht. Alles mit der Treppe hier gefällt mir noch gar nicht. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Obwohl ich da gerade schon wieder so einen kleinen Plan habe. Da ist ja auch die Frage. Wir brauchen ja auf jeden Fall noch ein Schlafzimmer. Und das möchte ich ungern hier so reinmachen. Oder auf der anderen Seite. Wie gesagt, das soll hier so Eingangsbereich sein. Und halt nur Eingangsbereich. Kommt dann hier und da noch ein bisschen Deko-Stuff rein. Und dann war's das. Aber ich habe eine andere Idee gerade. Wir brauchen ja noch so allerhand Kram. Gehen wir nochmal runter ins Lager. Hier setzen wir mal eine Fackel rein. Und dann hauen wir erstmal hier so alles rein. Pfeile behalten wir, Pflasterstein, Sticks nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mit, Papier lassen wir hier, Steinziegel und so, das brauchen wir jetzt alles gar nicht. Die Axt nehmen wir, lassen wir eine hier, Apfel, die nehmen wir mal mit. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht schief geht. Was wollte ich denn jetzt machen?